Fun, hier ist der Abraham zurück in Kena Bridge of Spirits. Und wir sind an einem weiteren Abschnitt angekommen und nähern uns jetzt langsam diesem Ziel hier, nämlich wir wollen in den vergessenen Wald. Denn Rusu ist einer, der uns näher an unser Ziel bringen kann. Und ja, da werde ich mich jetzt hinbewegen, wobei ich sehe, ups, ich gehe glaube ich in die falsche Richtung. Thank you.
wieder ein nettes Rätsel auf jeden Fall. The true age of these shrines. The people who built them have long been forgotten, but their work still remains, watching over the forest like ancient guardians. Taro's spirit has corrupted the shrines and sealed the entrance to the guardian tree. I can feel Taro's presence there. I've marked the shrine locations on your map. Thank you, Rusu. I'll work to clean the shrines. Okay, neue Quest erhalten. Can you pick that up? To the lantern cave. A relic must be there, but we'll need something powerful to break through.
Go get it. The Guardian Tree was burnt out by fire, but it lives on. Its roots run deep, connecting it with the ancient shrines. Clean the shrines, and the door will open. Right there. Right there. See that over there? Right there.
over there. Shrines were built on places of power. Their stones are buried deep, connected to the flow of energy beneath the ground. Thank you.
Alright. Represent guardians of the forest. From up here, it's easy to imagine them watching over the land.
So, damit hat man den zweiten Schrein erledigt. Okay, das war der Waldschrein. Der Fischerschrein. Na gut, gehen wir da mal hin. Schrei mal. Nein, das hat mit Schreien nichts zu tun. Schreien. Das ist das ja... Kann ich immer nur ganz flacher Witz. Entschuldigung. So. Ach, der ist das. Okay. Okay, das ist der Fischerschrein. Der ist ein bisschen... Gucken wir uns nochmal den Waldschrein an. Ja, da gibt es nur die vier. Eins, zwei... What? Ach so, okay. Gibt's nur die vier. Müssen die auf irgendwas schießen? Okay, ich guck mir erst mal den anderen Schrein an. Lass mal durch den Kopf gehen. Vielleicht fällt mir noch was dazu ein. Auch noch so ein ganz fieser. Ne, da ist er. Da ist die Lösung. So, warte mal, da waren wir doch schon. So, hier sind die Sachen und das. Okay, ich ahne es. Also wir müssen wahrscheinlich erst den Fischerschrein lösen. Damit wir hier übers Wasser kommen, weil wir kommen momentan nicht übers Wasser. Okay. Langsam habe ich mir zumindest einen Eindruck von diesem Schrein gemacht. Die liegen alle ziemlich dicht beieinander. Das ist schon mal ziemlich nice. Okay, ein Versuch noch.
Und wieder aktiviert. Nee, okay. Also bevor ich zu lange rumrätsle, muss ich erstmal nochmal in mich gehen. Von daher mache ich erstmal. Ich mache mal eine kleine Gedankenpause. So, okay. Also ich bin hier in einem doch vielleicht etwas knackigeren Rätsel angekommen. Und zwar zeige ich das Ganze nochmal hier auf der Karte. Ich bin jetzt hier beim Fischerschrein. Und ich habe ja schon ein paar Sachen probiert und es ist die Reihenfolge. Ich habe extra nochmal gespeichert, um euch das zeigen zu können. Ihr müsst diese vier Säulen in der richtigen Reihenfolge anschießen. So, und ich probiere das mal. Also, 1, 2, halt, 3 und 4. Also, das war das ganze Rätsel. Children and Taro often fished in these streams. In the stillness of the forest, I can almost hear their voices. Taro and his siblings felt safe in these woods. You taught them well, Rusu. So, damit hätten wir das Ganze gelöst und wir sehen uns dann gleich wieder. So, in diesem Video zeige ich euch das Fischermann-Rätsel. Viel Spaß! Okay, also ich glaube, das Rätsel wird hier sein. Also man muss ja darüber kommen, dass man die in der richtigen Reihenfolge kriegt. Alles andere. Da komme ich nicht rüber, das ist tödliches Wasser.
gut. Muss ich nochmal in mich gehen. Zweites Rätsel. Wir sehen uns gleich wieder.